Hey ho, hallo und herzlich willkommen zu unserem Silvestervideo 2019 auf 2020. Ja, in diesem Video werde ich ganz einfach ein bisschen mitfilmen, den Spaß und natürlich auch das Essen einfangen, was wir machen. Wir haben es jetzt eine halbe Stunde vor Silvester, also vom 31. und Schatzi bereitet gerade schon das Schaschlik für morgen vor, was wir morgen Abend in der Grillkota machen. Dann haben wir noch Rips und ach, was weiß ich alles, was es morgen gibt. Und wir schauen jetzt einfach mal darüber. Einen kleinen Überblick, wie wir das Schaschlik machen. Und ja, wie gesagt, ich fange einfach nur ein bisschen Spaß und Essen ein mit der Cam. Mehr ist dieses Video dieses Mal eigentlich schon fast gar nicht. Juhu, Attacke. So Freunde, für den Schweinenacken zum Kleinschnibbelfilm war ich leider etwas zu langsam. Halt, halt, halt. Hier bin ich auch schon fast wieder zu langsam. Warten Sie doch. Knoblauch, Solo-Knoblauch haben wir 3 Stück und genügend Zwiebeln. Und das wird jetzt einfach klitzig klein geschreddert. Ist dann klein geschreddert aus. Wir haben hier einfach wieder die Tupper-Torten-Form genommen. Schön groß. Als Deckel nehmen wir den Boden. Ja, und Hilfe, Hilfe, Hilfe. In den letzten Videos aufgepasst hat, weiß, dass Schatzi erst um 9 Uhr von der Arbeit gekommen ist. Die ist jetzt mittlerweile auch mausfix kaputt und alle. Deswegen sagt die kein Mucks anscheinend. Und naja, okay. Die letzten paar Male habe ich ja die Schaschliks oder Wirt in Buttermilch eingelegt. Wollte ich dieses Mal nicht schon wieder haben. Drum haben wir hier heute, was sind das? Passierte Tomaten. Ja, passierte Tomaten. Und das kommt nämlich auch richtig geil. Und was wir dann noch an Gewürzen mit dazu hauen, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Wie viele Schweinenacken waren das in etwa? Von der Menge her. Das waren gut 2,5-3 Kilo, gell? Gute 2,5 Kilo. Ja. Ja, und da kommt halt jetzt ordentlich 2, 3. Passierten, ja, 3 auf alle Fälle Tomaten mit hinzu. Und dann wird es erstmal ordentlich durchgeknetet und dann überlegen wir uns noch, wie wir es würzen. Jo, fürs Würzen ist jetzt die Frau Kruse zuständig. Was haben Sie denn dafür Gewürz? Das ist das. Vor die Cam halten, so sieht es kein Mensch. Das ist das Ketchengewürz, das habe ich aus der Weberbibel zusammengemischt. Alles klar. Gut. Jo. Dann wird es noch ordentlich durchgeknetet und dann darf es noch bis morgen schlafen, schlummern, ruhen, die Gewürze und der Geschmack ins Fleisch einziehen. Und ja, morgen sehen wir das Ganze dann auf der Spieße. Was dieser Silvestertag noch so alles bringt. Leute, ich habe selber noch keinen exakten Plan, aber wir werden sehen. Genau, so könnte man das sagen. Gut, aber nix aber. Weiter geht's für euch gleich mit der nächsten Szene und mir drehen die Augen von den Haufen Zwiebeln mal wieder. Leute, Schatzi ist nicht zu bremsen, obwohl todmüde, das merkt man ja an. Von den dreien hat sie die Silberhaut wunderbar weggebracht. Oder von denen? Oh, bei einem war die Silberhaut noch drauf, da sind wir nicht unten reingekommen. Und würzen tun wir jetzt 2 Stück mit Magic Dust vom Philipp und 2 Stück mit dem Kansas vom Philipp. Ja, ich glaube, das muss ich euch jetzt nicht zeigen, wie man das Gewürz drüber streut und einrubbelt. Also, ihr wollt es unbedingt sehen. Schatz, wollen das die Leute sehen? Nein, die wollen das nicht sehen. Ihr merkt es, Schatz ist wirklich müde. Also wie gesagt, schön einpudern, dann tun wir die jeweils in Klarsichtfolie noch einwickeln und die dürfen dann auch noch so lange ruhen, bis sie dann auf den Grill kommen.
fertig gepudert und eingewickelt. Gehen die jetzt zum Schlafen. So Leute, mittlerweile Silvestermittag. Ja, wir hauen uns jetzt mehr oder weniger sozusagen die Reste rein und filmen ganz einfach mal ganz kurz über den Tisch drüber, was wir uns so alles geben. Und ja, dann geht es dann später gleich weiter. Irgendwann mit den Rips, glaube ich. Ich frage mich bloß, wer das alles essen soll. Der Grünkohl, noch lecker Bratkartoffeln dazu. Da gibt es noch Reis zu dem restlichen Bourbonhähnchen. Und ja, Fleisch und die Würstchen. Moment. Die werden hier gerade auf den Teller aufgeladen. Und ja, Leute. Dann wünsche ich uns hier mal einen guten Appetit. Wir sehen uns dann später wieder. So, Freunde. Und nachdem sich diese wunderschönen Rips jetzt ja, im Kühlschrank schön ausgeruht haben, dürfen sie sich jetzt auf dem Grill für mindestens 2 Stunden nochmal entspannen. Gehen wir rüber. Jo, den habe ich jetzt erstmal fett aufgeheizt. Nicht erschrecken von der Kohlenmenge. Ich habe da mal ordentlich rein. Wir regulieren dann zu, dass er dann wieder von der Temperatur etwas runterkommt. Momentan sind wir auf, oh yeah, auf viel. Ups. Ja. Dann tun wir unsere berühmten, berüchtigten Rip-Halter drauf. Ja, da wird ja fast ein Rip-Halter reichen. Aber jetzt habe ich sie schon eingefaut, beide. Dann ist das jetzt auch schon wurscht. Verteilen wir es so ein bisschen, dann passt es auch wieder. Deckel zu, Lüftung entsprechend einregeln, nach Gefühl, dass man nachher so 150 Grad in etwa zusammenkriegen. Den regle ich jetzt soweit ein. Ja Leute, und dann sehen wir uns nachher irgendwann wieder. Leute, 2 Stunden sind um und 5 Minuten. Hui, buh, jawohl. Dann tun wir jetzt unsere Rippel. Jo, wer was ich denn hier rauskriegen? In die Schale rein. Ich glaube, die Hitze war dieses Mal für die Rippchen fast ein bisschen hoch. So, da haben wir sie liegen. Und heute, ja, dämpfen wir sie ganz einfach mal mit Cola. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Mal was anderes als immer nur den Apfelsaft. Der Herr Björn ist auch mal aufgewacht. Guten Morgen. Mahlzeit. Gutes Nickerchen gemacht. Hervorragend. Na, dann ist recht. Und mal einmal mit der schwachen alten Jahr. Im alten Jahrzehnt. So, ordentlich einpacken. Das ist möglichst dichtes. Dann stellen wir es wieder auf den Grill. So. Jo, Dankeschön. Tja, Leute. Und hier lassen wir es jetzt noch mindestens ein Stündchen noch mal draufstehen. Kann man jetzt ein bisschen hochregulieren. Ja, Stündchen. Zwei war es jetzt drauf. Ja. Das war das, was du gesagt hast. Ich habe geschlafen. Also 2 Stunden jetzt Minimum. Nee, 1 Stunde Minimum. 1 Stunde. 1 Stunde Minimum dämpfen. Und dann gucken wir weiter. So Leute, die Rips sind jetzt dann, so auch schon wieder 1:15 beim Dämpfen. Haben wir sie jetzt doch ein bisschen länger beim Dämpfen. Das macht aber gar nichts. Dann kommen sie nachher noch raus zum Glasieren. Aber hier tun die Mädels spießen wie verrückt. Und da schauen wir schnell rüber.
Hohohoho. Ach nee, das war ja Weihnachten, der Spruch, gell? Die schauen mal richtig gut aus. Lecker. Ich glaube, das war dieses Mal eine gute Entscheidung mit den Tomaten. Genau. Okay. Tada! Fertig sind die ganzen Spieße. Ja, und die hauen wir nachher in der Grillkrota. Ja, auf den Grill. So, Freunde. Jetzt kommen die Rips raus. Die sind jetzt ja 1,5 Stunden beim Dämpfen gewesen und werden noch mit einer Barbecue-Soße glasiert. Und ich habe sie schon probiert. Die schmeckt richtig lecker. Rita, du hast sie uns mitgebracht. Erzähl uns doch mal, was das genau ist. Das ist die Soße nach Master Siobhana. Die habe ich noch zu Hause selber gekocht. Also diesmal richtig gut. Irgendwie brauche ich noch das Rezept davon. Okay, aber wir tun jetzt gläsen. Oh, da ist nicht mehr viel drin von dem Cola. Und nochmal ordentlich einpinseln. Dann könnt ihr noch ein paar Minütchen so liegen bleiben. Ja, und dann gehen wir in die Grillkrota, wo schon die Reste stehen. Die Grillkrota ist schon angefeuert. Und dann wird erst einmal Rippchen gegessen. Und dann sehen wir uns rein theoretisch als nächstes in der Grillkrota. Da drüben. So, Freunde, wir sind in der Grillkrota. Da haben wir die Rips. Und ja, gut, ich gebe es ja freiwillig schon zu, sind dieses Mal etwas dunkel geworden. Schmecken werden sie hoffentlich trotzdem. Da haben wir noch lecker Kartoffelsalat. Danke. Hey, du Mine. Was? Mach's jetzt weiter. Hau dir. Ja, die haben alle Hunger. Brötchen, Dips, Käse. Hau mich tot und was weiß ich alles, was es gibt. Ja. Wir werden jetzt speisen. Probierele. Mache ich noch schnell zu den Rips. Und ja, im Anschluss werden wir komplett erstmal die Rips verspeisen. Und dann kommen die Schaschliks. Jo, dann kommt gleich einmal das erste Probierele von dem ersten Ripchen. Und ja, geht's auseinander. Ich kämpfe immer noch damit. Jetzt. Lecker. Dazu lecker. Kartoffelsalat. Schlesische Art. Hervorragend. Was war jetzt? Ja, erste Runde Silvesterabendessen. Tja, Leute, während ich draußen war ein bisschen, hat mein Schatz sogar schon die Spieße aufgelegt. Umgedreht hat sie einmal der Björn und einmal der Richard. Ja, Dankeschön. Reines Teamwork hier. So, Leute, wo der Rest der Bande ist, keine Ahnung. Die Cruises und Schatzi sind momentan bloß herin und wir fangen mal an mit den Spießen. Also die Variante schmeckt mir wesentlich besser als die Buttermilch. Tut mir leid, Schatz. Die Variante hat gewonnen. Und jetzt schauen wir den zwei da hinten noch zu. Wie munden euch die Spieße? Red normal Deutsch, dass wir alle verstehen. Alles bestens. Gut? Die sind gut. Besser als die Rippchen? Ja. Okay. Ein bisschen trocken, aber ja, geschmacklich ja. Aber gut. Ja. Wenn es mal so wirklich halt ist, ja, dann ist es so. Ich hatte ein Stück Rippchen erwischt, was weiter vorne gelegen ist und naja, aber weggegangen sind sie trotzdem fast komplett. So Leute, wenn das Bild jetzt etwas dunkel ist, das liegt nicht daran, dass es hier so dunkel ist, sondern daran, dass ich die Cam schon auf Feuerwerkaufnahme umgestellt habe. Ja, habe ich irgendwo in Erinnerung gehabt, dass ich ja diese Funktion habe und ja, filmen wir nachher draußen, was wir so an Feuerwerk loslassen. Das lassen wir euch natürlich auch noch teilhaben. Bis nachher. Ach so, ja, nur zur Info. Ich persönlich habe mir kein Feuerwerk gekauft. Das, die paar Böllerchen, was ich anzünd, die liegen schon seit Jahren in der Kiste. Und naja, solange sie noch zünden, ist das alles in Ordnung. Und ja.
Ich glaube, die Kiste reicht noch für die nächsten 2 Jahre. Jedes Jahr halt eine Handvoll. Naja, nichtsdestotrotz, das Geld, was Sie da verballern, das hätte ich jetzt gerne. Ein paar Cash auf die Kralle. Ja, Zeiten ändern sich. Früher war ich auch so verrückt. Und ja, ich verballere jetzt noch meine Uraltböller. Dementsprechend sehen sie auch aus. Und ja, schauen wir mal, was wir heute noch so machen. Ob ich noch was zum Filmen habe. Ansonsten sage ich schon mal Tschüss. Aber ich glaube, da kommt noch was.